So, liebe Kaffeetasse, du wirst nachher gespült. So, Freunde, jetzt noch schnell Zähne putzen und dann geht's auch schon los. Boah, es ist kalt. Ja, Freunde, also ich bin jetzt schon auf dem Weg zu meiner Mom ins alte Zuhause, denn ich muss noch ein paar Sachen holen, weil ich demnächst nach Kitzbühel fahre, um dort 3 Tage zu snowboarden. Dafür brauche ich meine Skiklamotten. Die hole ich jetzt am alten Zuhause auf dem Speicher. Und ich würde sagen, sehen wir uns einfach gleich, wenn ich getankt habe und zu Hause bin. So. Endlich angekommen, ist ja meine halbe Weltreise hier raus. Jetzt packe ich die Mitbringsel für meine Oma und Opa ein, die ich aus Thailand mitgebracht habe. Ich habe meinen Opa und meine Oma so ein Portemonnaie mitgebracht, wo ich den ihren Namen, falls man sieht, einstanzen lassen habe in das Leder. Da steht auf einem Opa und auf dem anderen Oma drauf. Die nehme ich mit. Scheiße, die passen nicht rein. Aber erstmal gucken, ob mein Hausschlüssel überhaupt noch passt. Vielleicht wird das Schloss ja ausgehen. Boah, das sieht gut aus. Die Kamera ist geschlägt. Und geile Füllung. Gut gemacht, Modi. Jetzt beginnt's auch. Schlaraffenland heute hier, hä? So. Das ist meine Hose. Hose habe ich. Gürtel habe ich. Jetzt hole ich mein Snowboard. Ist mein Brett drin? Bindung. Rollkragen. Socken. Binde. Schuhe. Brille. Handschuhe. So, das war's. So, habe ich alles. Hose, Snowboard, lange Unterwäsche und die Boots. Ja, hab alles. Perfekt. Tschö. So, Freunde, also voll gegessen bin ich. Danke, Mama, es hat mega gut geschmeckt. Für meine Freundin hat meine Mama sogar noch ein extra Hähnchen gemacht. Und dann kannst du heute Abend, wenn sie von der Arbeit kommt, einfach ganz gemütlich lecker Hähnchen essen, ohne dass ich hier noch was machen muss oder sie sich selbst noch was machen muss. Auf jeden Fall mega, mega cool. Vielen, vielen Dank, Mama. Natürlich noch wieder mehr mitgenommen, als ich ursprünglich geplant hatte. Eigentlich wollte ich ja nur mein Snowboard mitnehmen. Aber wie man vielleicht schon hinten im Hintergrund hört, das Gewackel von den Tüten mit den Reifen. Ich habe meine Winterreifen dabei, die muss ich natürlich noch aufziehen. Dann habe ich meine Snowboard-Boots, meine Wintersachen, alles mitgenommen. Und habe noch einen Adventskalender bekommen von meiner Mom. Auch danke dafür. Auch vielen, vielen Dank an Oma und Opa, dass ihr mir auch ein paar Sachen mitgegeben habt. Wie zum Beispiel eine Schraubzwänge, dass ich mein nächstes Projekt planen kann. Holzleim, was ich auch noch brauche. Und ja, Opa und Oma gucken fleißig meine Videos und sehen natürlich auch, was ich so benötige. Ja, ansonsten begebe ich mich jetzt mit voll beladenem Auto ab nach Hause. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich zu Hause bin. So, also Freunde, endlich wieder zu Hause angekommen. Kurzes Update zur Tafel, die ich gestern aufgehängt habe. Und zwar, die Tafel hängt einwandfrei, frei, passt alles, hier habe ich gestern schon ein bisschen rumgemalt. Meine Freundin allerdings wollte diese Bilder hier behalten und dann haben wir die Bilder einfach da an die Wand gehängt. Passt auch alles. Das ist kurz Update für hier, was gestern geschehen ist. Jetzt schiebe ich meiner Freundin den Braten in die Röhre und also das Hähnchen in den Ofen. Geiles Vorspiel eigentlich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas von mir kommen könnte. Ja, der schiebe ich jetzt das Hähnchen in den Ofen und dann zeige ich euch meins Snowboarding. Was hat die Mutti gesagt? 180 Grad, leichte Stufe. Und alle halbe Stunde
mit Butter überstreichen. So, das auch. Meine Freundin hat übrigens gestern noch ein bisschen geschmückt. Wir hatten hier so Wandglibber, Gel, keine Ahnung, was man in die Scheibe kleben kann. Dann haben wir hier einen kleinen Weihnachtszweig mit ein bisschen Kugeln. Hier unsere Chilis, unsere Kräuter. Ja, was haben wir noch? Ah, Mutti hat mir noch leckeres Brot, noch handgebackenes Brot vom richtigen Bäcker. Muss man wirklich sagen, das ist der beste Bäcker überhaupt hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ja, Mutti hat mir noch Brot mitgebracht. Dann hat mir Oma und Opa Karamels mitgebracht. Übrigens, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich sage, es haben mir einfach meine Großeltern mitgebracht, dafür kann ich nichts. Dann hat meine Mutter mir den Adventskalender hier gebastelt, den hänge ich gleich auf, zeige ich euch gleich. Aber jetzt erstmal zu meinem Snowboard-Equipment. So, also hier unten ist das ganze Zeug. Ein bisschen was davon habe ich mir immer so peu à peu zusammengekauft, denn es ist ja immer relativ teuer, so Snowboard-Equipment, gutes Snowboard-Equipment. Habe ich mir damals ordentliches Equipment gekauft und das habe ich bis heute noch und es hält einwandfrei und das ist das beste Brett, was ich je gefahren bin. Dann habe ich hier eine Volcom-Hose, die begleitet mich schon, glaube ich, 4 Jahre lang. Und die ist einwandfrei, wirklich, da kommt kein Wasser durch, die hält warm, die hat Luftschlitze, das ist eine Top-Hose, wirklich eine Top-Hose. Dann habe ich hier Schuhe von Burton, das sind Burton-Boots. Selbstschönende Schuhe, da muss man einfach nur festziehen und keine Schlaufen und so etc. machen. Die hat mir meine Mama mal vor 2-3 Jahren zu Weihnachten geschenkt. Fand ich mega, mega geil. Es war echt ein geiles Geschenk, wie jedes Geschenk. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal dafür, Mama. Dann habe ich hier 2 Brillen. Einmal habe ich eine Brille von Electric. Das ist eine Spiegelbrille. So dass man meine Augen nicht sieht, das habe ich damals unbedingt gewollt. Und zuvor habe ich eine Anon-Brille gehabt, das ist eine Tochtermarke von Burton. Die sieht so aus, das ist mit orangenem Glas. Beide super Top-Brillen, ich habe immer eine Brille im Backup dabei, weil es kann immer passieren, dass bei einer das Glas rausspringt, eine Halterung bricht oder irgendwas passiert. Dann habe ich mein Snowboard, das ist von Nitro. Das Snowboard habe ich mir damals gekauft, von eigenem Geld. War meine erste große Anschaffung so für über 400 Euro, die ich von meinem Ersparten damals mir geleistet haben, war ganz nett, hat mich sehr gefreut, deswegen habe ich das auch immer noch und es gefällt mir sehr gut, es fährt sehr gut, es ist top. Jedes Jahr immer gepflegt, manchmal wachse ich es mir selbst, wenn es nicht sehr abgenutzt ist und wenn es wirklich sehr abgenutzt ist, dann gebe ich es zum Wachsen und lasse die Kanten auch noch gleich mitschleifen, beziehungsweise Kanten habe ich auch so einen Kantenschleifer, das mache ich auch meistens selbst. Und ja, die Bindungen sind auch von Burton, die haben mich damals glaube ich 100 Euro gekostet, ja, das hatte ich schon Ewigkeiten, das ganze Material. Ich bin sehr zufrieden damit, ich fahre es auch noch weiter, bis es kaputt geht, weil es einfach geiler Stuff, fährt ordentlich, ist immer wieder zur Hand haben und es ist mega, mega Fuchs. Das ist meine Snowboardjacke, die habe ich auch schon über 6 Jahre bestimmt und ja, die ist mega, mega geil und ich habe die immer noch und immer noch und immer noch und immer noch und da ist kein Loch drin und da ist nichts passiert und da ist nichts gerissen und da ist einfach geil, es macht einfach Bock. Man kann jedes Jahr einfach seine Sachen packen, vom Speicher nehmen oder aus dem Keller nehmen, ins Auto laden und losfahren und man hat alles und man muss nichts dazu kaufen jedes Jahr, weißt du? Aber auch jedes Jahr für eine Jacke kaufen für 100 Euro, die dann 2-3 Saisons halten, hat man in 6 Jahren auch immer seine 300-400 Euro ausgegeben. Von daher lieber einmal richtig und ordentlich kaufen, dann hat man es auch für Ewigkeit. Finde ich jetzt, ist meine Meinung. Auf jeden Fall, das war mein Snowboard-Equipment. Dann habe ich hier noch so eine Travel-Bag für mein Snowboard und mein ganzes Snowboard-Equipment und das war es eigentlich auch schon für meinen ganzen Kram. Ich würde sagen, ich mache jetzt meiner Freundin noch das restliche Essen warm, also mache es erstmal fertig, dann pflanze ich das kleine Bäumchen ein, was mir meine Mutter mitgegeben hat, dann räume ich den ganzen Snowboard-Kram hier wieder ein und dann gebe ich der Katze was zu essen, die lauft schon. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns, bis dahin, Peace. Und wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und ansonsten take it easy. Bis dann.